Oliver Sandner, geboren 12. März 1986 in München, wohnhaft in Geberlingen, ledig Dachdecker, seit dem 18.08.2009 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Um seine Karriere als Fußball-Lizenzspieler beim Regionalligaverein FC Geberlingen nicht zu gefährden, verschwieg der Angeklagte vor der Öffentlichkeit seine Homosexualität und hielt die Beziehung zu seinem Lebenspartner jahrelang geheim. Auf einer Vereinsfeier am Abend des 16.08.2009 im Gasthof zur Post in Geberlingen stellte der Angeklagte Jessica Dietrich, die Ehefrau eines Mannschaftskameraden, auf der Damentoilette zur Rede. Jessica Dietrich hatte von der sexuellen Neigung des Angeklagten erfahren und von dem Angeklagten im Vorfeld verlangt, seine Fußballerkarriere zu beenden. Andernfalls drohte sie, seine Homosexualität öffentlich zu machen und seine Karriere zu zerstören. Es kam zu einer heftigen, handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf versetzte der Angeklagte der 23-Jährigen gegen 21.35 Uhr einen Faustschlag gegen die Brust. Jessica Dietrich verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte rücklings mit dem Nacken auf das Waschbecken. Sie erlitt einen Genickbruch, an dem sie innerhalb kürzester Zeit verstarb. Der Angeklagte wird somit der Körperverletzung mit Todesfolge beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Sandner, die Anklage haben Sie gehört, es steht Ihnen frei, ob Sie sich dazu äußern wollen. Wie wollen Sie es denn halten? Ja, ich möchte erst mal sagen, dass es mir leid tut, dass Jessica gestorben ist. Immerhin war sie die Frau eines meines Mannschaftskollegen, dem Benny. Mhm. Ich habe so meine Probleme. Dieser Mannschaftskollege, das trifft vielleicht auch mehr, weil Freunde waren sie ja wohl ganz sicher nicht. Ich meine, sonst hätte wohl Jessica Dietrich sie kaum unter Druck setzen wollen, damit sie ihre Karriere letztlich beenden. Ich fand sie auch ziemlich. Mir fehlen die Worte für das, was sie getan hat. Ich habe sie immer für eine nette Person gehalten. Ein bisschen stressig zwar, aber freundlich. Dass ausgerechnet sie mich erpresst, damit Benny seinen Vertrag bekommt, das hätte ich nie gedacht. Aber ich habe sie definitiv nicht umgebracht. Erzählen Sie doch mal, wie das mit dieser Erpressung angefangen hat. Ja, also ich war Amateurfußballer und einer der Besten in der Regionalliga. Und ich habe die letzten zwei Jahre bei FC Geberlingen gespielt. Mhm. Und nach einer Zeit kamen halt dann Gerüchte auf, dass ein Verein mich übernehmen will in eine Liga, die über der Regionalliga ist. Also dritte Liga quasi. Und wann sind die Gerüchte aufgekommen? Das war so ein Monat, bevor das mit der Jessica passiert ist. Ich habe mich natürlich total gefreut, weil für mich ist Fußball einfach mein Leben. Ja gut, und dann gab es ja jemanden, der Ihnen den Erfolg nicht gegönnt hat, ist richtig, ne? Ja, also so zwei Wochen, bevor Jessica gestorben ist, lag so ein komischer Brief in meinem Briefkasten. Mhm. Und da stand halt drin, dass ich meine Fußballkarriere beenden soll. Hat der Schreiber ihn gedroht? Ja, und zwar damit, dass er mich outen wird. Ja, da können wir jetzt, denke ich, ja offen drüber reden, nachdem es in der Anklageschrift auch schon drin steht. Outen heißt, Sie sind homosexuell. Ja, ich bin schwul. Das ist nun mal ein absolutes No-Go, wenn man Profifußballspieler werden will. Ein Fußballer hat nun mal nicht auf Männer zu stehen. Das ist ein totales Tabu. Es war keine einfache Situation für meinen Mandanten. Ja, es war auch schrecklich. Wenn du dich outest, bist du einfach erledigt. Bei jedem Auswärtsspiel, da gibt es Sprechchöre gegen dich und in der eigenen Mannschaft wird über dich getuschelt. Und beim Duschen stellen sich alle blöd an und in der eigenen Kabine wirst du wie ein Aussätziger behandelt. Das hält doch keiner aus. Ich konnte mein Leben überhaupt nicht leben, wie ich es wollte. Ich habe es von meinem Trainer, von meiner Mannschaft und auch von dem Spielausschuss geheim gehalten. Das kann sich überhaupt keiner vorstellen, wie schrecklich das ist. Einerseits himmeln mich meine Fans an, weil die denken ja auch, dass ich auf Frauen stehe. Und andererseits muss ich jeden Tag einen wichtigen Teil meines Lebens immer verstecken. Ja klar, ich meine, die Geheimhaltung Ihres Privatlebens war kein Zuckerschlecken, aber umso mehr haben Sie eben alle Hoffnung, alle Energie in Ihre Fußballkarriere gesteckt, um eben dieses harte Privatleben irgendwie dann angenehm zu kompensieren, oder? Ja, ich habe jeden Tag nur noch trainiert. Ja klar, und auch erfolgreich. Ich meine, der Aufstieg, der war ja zum Greifen nah und dann kommt da so ein Erpresser dazwischen. Ja, das ist richtig. Beim Erpresser, also bei dem Brief, von dem ich gerade gesprochen habe, da waren auch fünf Fotos dabei von mir und meinem Freund Nils, wie wir uns gerade küssen. Mhm. Das auf der Flipchart da vorne ist eins davon. Ja. Und? Haben Sie das herausgefunden, wann und wo diese Fotos gemacht worden sind? Das muss irgendjemand durch das Fenster von Nils Wohnung gemacht haben. Ja. Und das war in einem Briefumschlag, sagen Sie? War da sonst noch was in dem Briefumschlag? Nein, das sollte wohl erst ein Vorgeschmack sein. Eine Woche später kam ja noch so ein Brief und da stand wieder drin, dass ich meine Karriere aufgeben soll. Hatten Sie eine Ahnung, wer diese Briefe in Ihren Briefkasten gesteckt haben könnte? Nein, keine Ahnung, aber da war keine Briefmarke dran. Das heißt, sie müssen persönlich abgegeben worden sein. Konnte auch sonst mit keinem drüber reden. Ja, ist auch klar. Außer mit meinem Freund Nils, mit dem kann ich über alles reden. Und wir haben dann erstmal beschlossen, abzuwarten, weil der Erpresser ja kein Zeitlimit gesetzt hat. Ist danach noch ein Brief gekommen? Nein,
Erst als Jessica gestorben ist. An dem Abend hat mein Verein eine Feier in einem Gasthof geschmissen. Und an dem Abend hat auch mein Trainer verkündet, dass ich einen Profivertrag bekommen sollte. Ist noch irgendjemand ander außer Ihnen dafür im Gespräch gewesen? Für diesen Profivertrag? Ja, Bernie Dietrich. Das ist Jessicas Ehemann. Er war im Verein der Zweitbeste nach mir. Und wir haben auch beide auf der Stürmerposition gespielt. Mhm. Wann haben Sie denn an dem Abend dann den dritten Abwehrbrief bekommen? Das war so gegen 9:30. Ich bin zur Bar und habe mir einen Drink geholt. Und als ich zurückgehen wollte, also zu meinem Platz, dann hat mir Carmen, das ist eine Freundin von Jessica, gesagt, dass die Jessica mir in meine Tasche einen Zettel gesteckt hat, in meine Jacketttasche, und das hing lose über meinem Stuhl. Und dann habe ich den Zettel gefunden und bin einfach total aus allen Wolken gefallen, weil da wieder ein Pressebrief war, Brief drin war, und diesmal handschriftlich. Und da stand wieder drin, dass ich meine Karriere aufgeben soll. Das war total krass für mich. Und in dem Moment habe ich natürlich auch verstanden, dass es Jessica war, die mich erpresst. Und auch warum. Weil wenn ich den Vertrag nicht angenommen hätte, dann wäre auch Benny der gewesen, der den Vertrag bekommen hätte. Ja, gut, ich meine, Sie sind immer noch aufgewühlt, das verstehe ich auch. Aber umso wütender wären Sie damals gewesen, als das ganz akut war. Als Sie für sich die Erkenntnis gewonnen hatten, Mensch, Jessica Dietrich muss hinter diesen Erpresserbriefen stehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie sie auf der Damentoilette letztlich dann, nachdem Sie gesucht hatten, gefunden haben und dort zur Rede gestellt haben. Nein. Na? Natürlich. Die Situation ist eskaliert, der Streit ist eskaliert. Sie haben mit der Faust zugeschlagen, dann ist Jessica Dietrich so unglücklich gefallen gegen das Waschbecken, dass sie sich letztlich das Genick gebrochen hat. Nein, nein, ich bin zwar Richtung Toiletten gegangen, aber ich bin an den Toiletten vorbei, im Flur, zum Hof rausgegangen. Das könnten Sie, schauen Sie mal, wir haben da so einen Grundrissplan. Vielleicht zeigen Sie uns das mal anhand dieser Skizze. Also, hier geht's. Das ist Vereinsheim alles, ja, genau. Genau, das ist Vereinsheim, und hier geht's vom Gasthof rüber zum Toiletten. Und ich bin hier an den Toiletten vorbei und hier zum Hof raus. Und dann habe ich da auch zwei Zigaretten geraucht, um ein bisschen wieder runterzukommen. Und ich rauche normalerweise als Sportler natürlich nicht, aber ich war einfach total fertig. Und ich habe mir immer wieder diesen Zettel durchgelesen. Haben Sie da auf dem Hof, Sie können gerne auch wieder hinsetzen, irgendwas aus der Damentoilette gehört? Nein, die Musik im Schankraum war einfach so laut. Und außer dem Zettel habe ich einfach sowieso nichts mehr wahrgenommen. Und dann bin ich auch kurz drauf in den Saal zurück, und noch mal kurz drauf hat dann Carmen mit Benny die Jessica auf der Toilette gefunden, tot. Herr Sander, ich darf diesen Zufall mal, den Sie uns hier so erklären, mal kurz zusammenfassen. Sie gehen also mit einer Stinkwut auf Jessica Dietrich raus, an den Toiletten vorbei, ja, kommen zurück, und da ist dann die Frau, auf die Sie so wütend waren, Jessica Dietrich, tot. Und Sie haben nichts damit zu tun. Nein. Jetzt lassen Sie das doch mal, Herr Staatsanwalt. Mein Mandant hat doch nun schon mehrfach Carmen Osweiler erwähnt, die vermeintlich beste Freundin der Toten. Wieso vermeintlich? Denken Sie nicht, dass das so war? Na, ich glaube nicht, dass sie die beste Freundin war, sondern ich glaube vielmehr, dass sie die Täterin war. Carmen Osweiler hat sich nämlich von Jessica Dietrich hintergangen gefühlt, weil die nicht davor zurückgeschreckt ist, um die Karriere ihres Ehemannes, die Fußballkarriere, zu finanzieren, Carmen Osweiler zu bestehlen. Und das hat Carmen Osweiler am Tattag herausgefunden. Jessica Dietrich hat nämlich eine sehr, sehr teure Brosche von Carmen Osweiler in einem Pfandhaus beleihen lassen. Und das hat Carmen Osweiler genau an diesem Tag herausgefunden. Und am Tatabend hat sie sie zur Rede gestellt, in der Damentoilette, hat sie dabei unglücklich geschubst. Jessica Dietrich ist gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Mhm. Gut, Benjamin Dietrich werden wir gleich noch hören. Ja, gibt es Fragen an den Angeklagten noch im Moment? Dank. Dann keine, nehmen Sie bei eurer Verteidigung bitte schön Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Benjamin Dietrich, bitte. Herr Dietrich, guten Tag. Nehmen Sie bitte mal hier in der Mitte Platz. Zunächst die Belehrung. Sie müssen als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Benjamin Dietrich, 23 Jahre alt. Sie wohnen in Geberlingen. Sie sind verwitwet. Sie sind Maurer. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Also, er war mein Mannschaftskollege. Ja. Und wir wollen heute klären, ob der Angeklagte für den Tod ihrer Ehefrau Jessica Dietrich verantwortlich ist. Ja. Ich möchte mit Ihnen zuerst mal über eine vom Angeklagten Erpressung genannte Konstellation sprechen. Haben Sie gewusst, dass Ihre Ehefrau versucht, den Angeklagten zur Aufgabe seiner Fußballerkarriere zu nötigen? Nein, als die Polizei dann bei uns war, nach dem Tod von Jessica, haben sie den Laptop durchsucht und fanden halt zwei Dateien mit den Erpresserbriefen. Mhm. Ausdrucke der Dokumente, die auf dem Laptop Ihrer Frau sichergestellt worden sind, die habe ich hier vorliegen. Das sind zwei Dokumente mit demselben Inhalt, nur anders formatiert. Und da heißt es, gib deine Fußballkarriere auf, sonst erfahren alle, dass du eine verdammte Schwuchtel bist. Und hier dasselbe nochmal. Und zudem sind fünf intime Fotos vom Angeklagten und von seinem Partner Nils Dreilen auf der Festplatte gefunden worden. Laptop Ihrer Frau.
Ja, als ich das gesehen habe, war ich natürlich am Boden zerstört, weil ich hätte das Jessica niemals zugetraut. Und dass Olli schwul ist, das war für mich der Hammer. Gab es denn öfter mal so Geschichten oder war das das erste Mal, dass ihr Frau solch eine Aktion startet? Naja, sie hat halt schon viel dafür getan, dass ich höher komme, dass ich also wirklich Erfolg habe. Und hat ihr ganzes Erspartes dafür aufgebraucht, halt durch die Republik zu reisen und für mich halt Sponsoren zu finden oder auch mal ein Probetraining oder ähnliches. Und für mich war das egal, dass ich beim FC Geberling bin und halt nur der Zweitbeste hinter Olli bin. An dem Abend des 16. August, da waren Sie auch in dem Gasthaus, ja? Können Sie mal erzählen, was da alles war, was da passiert ist? Ja, also wir waren, also ich und Jessica, wir waren den ganzen Tag zusammen, so gegen 9:30 etwa. Kurz vorher wurde verkündet, halt, dass der Olli aufgekauft wurde von einem höheren Verein. Und natürlich, ich war geknickt, weil ich halt nicht aufgekauft wurde. Und Jessica war natürlich total aus dem Häuschen. Und gegen 9:30 ist sie dann, wie gesagt, auf Toilette. Und was haben Sie da gemacht, als Ihre Frau auf die Toilette? Ja, dann bin ich zum Tresen, halt zu meinen Kumpels und habe noch ein paar Bier getrunken. Haben Sie da zu dem Zeitpunkt den Angeklagten gesehen? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. So fast eine halbe Stunde später, also gegen 10, habe ich halt gefragt, okay, Carmen, weißt du vielleicht, Carmen ist die beste Freundin von Jessica, da habe ich halt gefragt, okay, weißt du vielleicht, wo Jessica ist? Und sie meinte halt zu mir, nein, aber sie konnte sich nur halt erinnern, dass die Toilette abgesperrt war. Und daraufhin sind wir halt beide ein bisschen später zur Toilette hin und haben halt gemerkt, dass sie immer noch verschlossen war. Dann nahm ich eine Münze aus der Tasche, öffnete die Tür. Und da lag sie mit dem verdrehten Hals. Ich habe den Obduktionsbericht, der kommt bei der Gelegenheit zur Verlesung. Laut Obduktionsbericht ist davon auszugehen, dass Jessica Dietrich bei ihrem Sturz nach hinten mit dem Genick auf dem Waschbecken aufschlug. Sie erlitt eine Fraktur des ersten Halswirbels und eine dadurch verbundene Ruptur des verlängerten Rückenmarkes, was ein sofortiges Aussetzen des Atemzentrums zur Folge hatte. Das heißt, sie war fast augenblicklich tot. Da das Opfer an der Brust Hämatome aufwies, ist davon auszugehen, dass der Tod nicht erst durch einen Unfall, sondern durch Fremdeinwirkung verursacht wurde. Auch davon haben wir ein Foto, wo man dieses Hämatom auf der Brust erkennen kann. Ja. Todeszeitpunkt, das ist noch wichtig, wurde eingegrenzt auf den Zeitraum zwischen 21.30 Uhr bis 21.50 Uhr. Als Sie da rein sind, können Sie sich noch erinnern, war da das Toilettenfenster geöffnet? Ja, das war auf. Das lässt sich ganz einfach erklären, Herr Sandner, wenn Sie mal hier zur Tafel vorschauen. Ich gehe davon aus, dass Sie, nachdem Sie Tag begangen haben, erstmal die Toilettentür versperrt haben. Irgendwie mussten Sie rauskommen, weg von der Leiche. Dann sind Sie hier durchs Fenster rausgeklettert in den Hof und sind dann über den Flur neben der Toilette einfach wieder reinspaziert ins Haus, rein in den Schrankraum und haben so getan, als wäre nichts gewesen. Ich war doch nur im Hof, weil ich eine rauchen wollte. Du und rauchen? Seit wann rauchst du überhaupt? Ja, ich habe eine geraucht, weil ich einfach so gestresst war von deinem Presse wie von deiner Frau. Ich hab ihr nichts getan. Ach komm, wir wissen doch beide, was durch alles auf dem Spiel gestanden hätte. Wenn das rausgekommen wäre, dass du eine Schwuchtel bist, dann hättest du deine Karriere sowieso knicken bitte können. Bitte, Herr keine Beleidigung nehmen Sie zu sagen, ja? Ja, es tut mir leid. Ich meinte das ja nicht so, aber... Ja, das ist nämlich oft der Punkt. Ich mein's ja eigentlich nicht so, aber es ist halt diskriminierend, oder? Du weißt ganz genau, dass Schwulenhass genauso zu Fußball gehört wie die Abseitsregel. Das ist scheiße, aber es ist einfach so. Und ich wollte dem FC auch keine Schande bereiten, deswegen habe ich alles verleugnet. Ja, ich meine, ab und zu in der Männerrunde, da machen wir halt mal einen Witz über Schwule oder warme Brüder, aber in der Regel haben wir ja nichts gegen Schwule. Wir wissen ja auch, dass es falsch ist. Ist ja nur Spaß. In der Regel haben wir nichts dagegen, aber blöde Witze machen wir trotzdem, oder? Also Entschuldigung, auch wenn man sagt, es ist ja gar nicht böse gemeint. Klar, auch solche Witze, die nicht böse gemeint sind, die haben halt einen diskriminierenden Kern. Und dieser unterschwellige Hass ist einfach auch der Grund dafür, dass ich euch alle belügen musste. Aber und dieser Stress, ich konnte mich überhaupt nicht aufs Spielen konzentrieren. Aber wir wussten das doch nicht. Wir wussten das doch nicht. Wir dachten alle, du wärst glücklich mit Sandra. Mit Sandra Hüsch, meinen Sie? Ja, das ist meine beste Freundin. Sie hat die ganze Zeit so getan, als wäre sie mit mir fest zusammen, damit ich bei meiner Mannschaft und auch in der Öffentlichkeit das normal durchgehe. Ich habe mich einfach total gehasst dafür, weil ich auch seit 3 Jahren einen festen Freund habe, aber den konnte ich nie zeigen. Ja, nicht mal die Familie meines Mandanten hat das gewusst. Ja, sie ist auch überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Das sieht man auch hier. Es ist keiner von denen da heute. Ja, wenn es dann mir gegangen wäre, hätte sich vorher outen können. Ich meine, so schlimm ist das nicht. Okay, dass es immer noch so eine große Sache ist beim Fußball.
Ja. Das geht ja nicht nur mir so. In der ersten und zweiten Bundesliga sind auch schwule Spieler. Aber die würden damit nie rausrücken, weil sie einfach total am Ende wären. Dabei hat es überhaupt nichts mit ihrer spielerischen Leistung zu tun. Für mich ist es eh egal. Jetzt weiß ja jeder, dass ich schwul bin. Und wegen dieser Anklage wurde ich eh schon suspendiert. Für mich ist die Fußballkarriere einfach gelaufen, ob ich schuldig bin oder nicht. Eine Frage noch. Ist das Ihr Pullover? Ja, den hatte ich an dem Abend im Gasthof an. Und ja. Unter einem Fingernagel der Toten wurden Faserspuren von diesem Pullover gefunden. Wie erklären Sie uns das? So, am Jackett meines Mandanten befanden sich Faserspuren seines Pullovers und die sind unter den Fingernagel von Jessica Dietrich gekommen, als sie den Erpresserbrief in das Jackett meines Mandanten gesteckt hat. Ja, wahrscheinlich ist doch, dass das Opfer sich gegen den Angeklagten gewehrt hat. Das erklärt einmal, wie die Hämatome zustande gekommen sein können und es erklärt vor allem, wenn sie sich wehrt und an seinem Pullover kratzt, wie die Faserspuren unter den Nagel gekommen sein. Herr Staatsanwalt, das ist pure Spekulation. Aber das, was Sie gesagt haben, nicht, Frau Verteidigerin? Herr Dietrich, ich würde gerne noch mal auf diese karrierefördernden Aktivitäten Ihrer Frau zu sprechen kommen. Okay. Lassen Sie uns darüber noch ein bisschen reden. Was hat Ihre Frau denn da konkret gemacht? Ja, sie ist halt viel durch die Gegend gereist, also sprich ganz Deutschland. Und hat halt wirklich versucht, mit Biegen und Brechen das hinzukriegen, dass ich halt ein höheres Angebot kriege. Mhm. Und daraufhin hat sie auch bei einer PR-Agentur dafür gesorgt, dass professionelle Spielervideos von mir gemacht wurden. Sind Sie sich eigentlich im Klaren darüber, wie viele Schulden Ihre Frau aufgenommen hat für diese Aktivitäten? Ja, es waren über 10.000 Euro. Das ist ganz schön viel. Ja, sie meinte nur, dass ich halt mal Fußball spielen soll und dass sie sich halt um den Rest kümmert. Ich habe ja auch meinen Job auf dem Bau aufgegeben, wo ich halt etwas dazu verdient habe zu meinem Fußballerberuf. Ja, und Ihre Frau, die hat doch auch ihren Job gekündigt, oder? Ja, sie meinte halt, es wird alles viel schneller gehen, wenn ich wirklich nur Fußball spiele und sie sich um den Rest kümmert. Aber ist das so leicht, hm? Na, so leicht war es nicht. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und dann hat sie sich gedacht, ich erpresse ihn einfach und damit sind alle Probleme gelöst. Ja, und Ihre Frau hat sich nicht nur selbst verschuldet, sondern sie hat auch noch Carmen Osweiler regelmäßig um Geld gebeten. Sie hat sich auch Geld von ihr geliehen, das stimmt, aber nur mit dem Hinterhalt, also mit dem Vorhalt, dass sie halt eine Managementposition danach kriegt, wenn ich es schaffe. Ja, aber ganz so märchenhaft war das ja in der Realität nicht. Ihre Frau hat Carmen Osweiler hinter ihrem Rücken bestohlen. Wussten Sie das? Was sagten Sie? Ihre Frau hat Carmen Osweiler eine mehrere tausend Euro teure Brosche entwendet und hat diese bei einem Pfandleiher beleihen lassen. Und das hat Frau Osweiler am Tattag herausgefunden. Und deswegen hat sie ihre Frau zur Rede gestellt in der Damentoilette und hat sie so unglücklich gestoßen, dass sie sich das Genick gebrochen hat. Nein, das kann ich mir doch nicht vorstellen. Doch. Carmen und Jessica, sie waren wie Schwestern. Und auch nach dem Tod von Jessica war halt Carmen die ganze Zeit für mich da. Bei der Beerdigung von Jessica und bei allem drumherum. Immer. Gut, wir werden nachher noch mit der Frau Osweiler sprechen. Im Moment sind wir bei dem Zeugen hier. Gibt es an denen noch Fragen? Keine. Keine, danke. Carmen Osweiler, bitte schön. Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Frau Osweiler, guten Tag. Kommen Sie bitte nach vorne, nehmen Sie bitte Ihr Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Ja. Sie heißen Carmen Osweiler, 24 Jahre alt. Sie wohnen in Geberling. Sie sind ledig, Bürokauffrau und nicht verwandt oder verschwägert, oder? Mit dem Angeklagten. Nee, mit dem Mörder da bin ich nicht verwandt. Ich bin kein Mörder! Sie fangen auch nicht direkt mit Beleidigungen an. Ja. Ja. Das ist jetzt mal erst im Moment der Herr Sandner. Ja, meinen Sie, den sollte man noch mit Samthandschuhen anfassen, oder wie? Ich denke, dass jeder so lange unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Ganz einfach. Ja. Und um zu beweisen, ob er was getan hat oder nicht, möchte ich mit Ihnen jetzt über den 16. August sprechen, über den Abend. Laut Ihrer Polizeiaussage waren Sie da an dem Abend auch in der Gaststätte bei dieser Vereinsfeier, richtig? Ja, richtig. Ich war mit Jesse oft auf diesen Feiern und bin dann auch meistens den ganzen Abend irgendwie mit ihr rumgehangen. Deswegen kenne ich ihn und Benny und die ganzen anderen Fußballer total gut. Und dann erzählen Sie mal, was den Abend los war. Ja, also an dem Abend gab es ja erstmal die Riesenüberraschung, als der Vorsitzende vom Spielerausschuss verkündet hat, dass jetzt Olli und nicht Benny von dem Profiverein für eine Riesensumme abgekauft werden würde. Mhm. Naja, der Verein wollte ja eigentlich beide Spieler kaufen, aber dann hatten die ja doch nur für einen das Budget. Ja, ja, klar. Deswegen hat mir die Jessie auch schnell diesen Zettel geschrieben, weil sie dachte, wenn ich dann den Vertrag nicht annehme, dann nimmt ihn der Benny. Haben Sie denn von dieser Zettelaktion was mitbekommen? Ja, das war so kurz vor 9:30. Da habe ich gesehen, wie Jessie so einen Zettel in Ollis Jackett gesteckt hat. Ja, das Jackett hing da so über den Stuhl und nachdem sie das gemacht hat, ist sie dann in Richtung Toiletten gegangen.
Ja. Haben Sie auch gesehen, wann der Angeklagte wieder zu seinem Platz gekommen ist? Ja, das war nur ein paar Sekunden später. Ich bin dann auch gleich hin und habe ihm von dem Zettel erzählt, weil ich das halt total komisch fand. Und naja, er hat sich dann den Zettel genommen, ist dann so ein bisschen auf Abstand gegangen, hat ihn sich durchgelesen und war dann auf einmal total blass im Gesicht. Weil Ihnen, Herr Sandler, klar geworden ist, wer die Erpresserin ist, nämlich die Frau Dietrich. Ich konnte es einfach überhaupt nicht glauben. Dieser Zettel hier wurde später beim Angeklagten sichergestellt. Ich verlese den mal. Du wirst dieses Angebot nicht annehmen, sonst sind die Fotos im Internet und du bist komplett erledigt. Durch ein vergleichendes Schriftgutachten wurde eine Handschriftenanalyse dieser Schrift hier auf dem Zettel durchgeführt. Aber nachdem das alles ja Blockbuchstaben sind, konnte man nicht eindeutig diese Schrift der Frau Dietrich zuordnen. Gut, aber entscheidend ist, Herr Sandler, dass Sie fest davon ausgegangen sind, dass Frau Dietrich dahinter steckt. Deswegen haben Sie diesen Zorn auf Frau Dietrich natürlich gerichtet gehabt. Und Sie wollten unter allen Umständen verhindern, dass Sie irgendwie Ihre Karriere kaputt machen können. Ja, das glaube ich auch. Ich habe zwar nicht genau gewusst, was da dahinter steckte, aber also Olli ist plötzlich wie von der Tarantel gestochen in Richtung Toiletten gegangen. Ja, klar. Und hat dann dort hier, schauen Sie, auf dem Flur vor der Toilette letztlich Frau Dietrich abgepasst, hat sie dort gesehen, hat sie reingedrängt in die Toilette, hat die Toilette versperrt und es kam da drinnen in der Toilette zu dieser Rangelei, zu diesem Streit, der dann körperlich letztlich dann entartete. Und dann sind Sie später hier aus der Toilette wieder rausgerannt. Nein, und zurück, wie ich es vorhin gesagt habe, Herr Sandner. Nein, wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich bin raus in den Hof, um eine zu rauchen. Naja, und ich habe ja nichts getan. Wo sind denn die Zigarettenstummel, die übrig geblieben sind? Haben Sie den Filter mit weggeraucht? Ich habe sie in die Folie von meiner Verpackung getan und sie mitgenommen. Lassen wir mal die Zigarettenstummel, kommen wir zurück zu Ihnen. Was haben Sie denn gemacht, nachdem der Angeklagte Richtung Toiletten gegangen war? Ja, also so 5 Minuten später bin ich selbst aufs Klo gegangen, aber die Tür zu dem gesamten Damenklo war abgesperrt. Also ich kam nicht rein und dann bin ich halt im Flur stehen geblieben und dann kam halt Olli. Ja, der Angeklagte wird zu der Zeit noch im Toilettenraum gewesen sein und deswegen war die Tür noch weiterhin verschlossen. Ne? Sie waren noch drinnen mit der Leiche. Jetzt ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, wo Sie dem Angeklagten begegnet sind. Schauen Sie mal, wir haben da so einen Grundrissplan dieser Gaststätte. Ja, gehen Sie ruhig mal bitte an die Tafel und zeigen Sie uns da bitte mal, wo genau Sie dem Angeklagten begegnet sind. Also hier sind die Damentoiletten und ich stand eben hier vor der verschlossenen Tür. Ich habe auch dagegen geklopft und gerufen, ob da vielleicht jemand drin ist oder sowas. Ja, ja, aber naja, da kam eben keine Antwort und dann wollte ich wieder zurück in den Schankraum und da ist auf einmal plötzlich Olli hier aus dem Hof in Richtung Schankraum gehetzt und der war total... Der hat einen total irren Blick drauf gehabt. Der hat mich gar nicht gesehen. Naja, er hat sich gehört gehabt. Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz noch mal zeigen. Ja. Er wird das gehört haben und wird eben dann hier durchs Fenster geklettert sein. Und dann haben Sie ihn gesehen, wie er wieder reingelaufen ist. Gut, Sie können sich beide bitte wieder setzen. Sind Sie dem Angeklagten dann gefolgt in den Schankraum? Ja, es kam ja niemand aus der Toilette raus. Ich bin dann auch wieder in den Schankraum rein. Und ja, so 20 Minuten später kam dann Benny zu mir und wollte wissen, wo Jesse ist. Und ja, dann habe ich auf einmal total Panik bekommen, weil es hätte ja sein können, dass sie irgendwie zusammengebrochen ist in der Toilette oder so. Deswegen sind wir beide ja zur Toilette gegangen. Ja, genau, aber die Tür, die war ja immer noch zu. Aber zum Glück hat dann Benny das Schloss dann mit so einer Münze aufsperren können und da lag dann Jesse da auf dem Boden. Das war der schlimmste Moment in meinem Leben. Ja, ich bin auch was zusammengebrochen. Ja, aber zum Glück habe ich noch einen kleinen Kopf bewahren können und hab nichts angefasst, um keine Spuren zu verwischen. Das habe ich in den ganzen Forensiker-Serien im Fernsehen gesehen. Gut, also das war vorbildlich. Man sollte immer, so gut es geht, einen Tatort unangetastet lassen, um keine Spuren zu verwischen. Ja, das hat ja aber leider nicht viel gebracht. Der hat ja seine Spuren anscheinend gut auch verwischen können. Also, Frau Osweiler, Sie hätten Ihre eigenen Spuren aber genauso gut vorher verwischen können. Vorher? Wie meinen Sie das denn jetzt? Ja, dazu komme ich gleich. Lassen Sie uns doch noch mal über Ihr Verhältnis zu Frau Dietrich sprechen. Das war doch Ihre beste Freundin, oder? Ja, ich kann immer noch nicht glauben, dass sie jetzt für immer weg ist. Mhm. Aber war es nicht so, dass sie Ihnen ständig Versprechungen gemacht hat, dass sie irgendwann mal, wenn Ihr Mann eine Profifußballkarriere hat, dass Sie dann einen Job im PR-Management bekommen? So war es doch. Aber daraus ist doch nichts geworden. Und außerdem hat sie Ihnen dann auch noch eine sehr, sehr teure Familienbrosche entwendet und diese in einem Pfandleihhaus beleihen lassen. Und das haben Sie am Tattag herausgefunden, als Sie zufällig am Schaufenster eines Pfandleihhauses in Gerbeling vorbeigegangen sind. Stimmt das? War das nicht so? Woher wollen Sie das denn überhaupt wissen? Ja, das ist ganz einfach. In den Unterlagen der Toten gab es mehrere Pfandscheine. Und als ich mit dem Pfandleiher gesprochen habe, hat der mir gesagt, dass Sie am Tattag bei ihm waren und genau diese Brosche aus dem Schaufenster zurückhaben wollten.
Ja, er ist auch bereit, als Zeuge auszusagen. Ja, ja, okay, ich war bei dem Pfandleiher. Und? Ja? Ja, ja, ich habe die Brosche außerdem der Jesse freiwillig. Ach, das ist doch nicht wahr, das glaube ich Ihnen nicht. Sie waren an dem Tatabend so wütend auf Jessica Dietrich über diesen Vorfall mit der Brosche, dass sie in der Damentoilette zur Rede gestellt haben und dann so stark geschubst haben, dass sie gegen das Waschbecken geknallt ist und sich das Genick gebrochen hat, Frau Osweiler. Haben Sie eigentlich vorhin nicht zugehört? Ich stand vor dem Toilettenraum. Der Raum war zu. Ich kam nicht rein. Nein, Frau Osweiler, Sie waren im Toilettenraum. Und dann wollten Sie selbst aus dem Fenster nach draußen klettern. Aber da haben Sie meinen Mandanten gesehen. Und dann haben Sie sich entschieden, rauszugehen und die Toilettentür von außen mit einer Münze abzusperren. Und dann haben Sie den Verdacht geschickt auf meinen Mandanten gelenkt und das Fenster auch noch offen gelassen, sodass jeder denkt, dass er aus dem Fenster in den Hof geklettert ist. Aber, so war's doch. Aber zu dem Zeitpunkt war mir doch überhaupt nicht klar, dass Olli überhaupt einen Grund hatte, Jesse umzubringen. Das von der Erpressung habe ich doch erst viel später gemerkt. Frau Osweiler, das behaupten Sie jetzt. Aber ich vermute vielmehr, dass Jessica Dietrich Sie eingeweiht hat. Carmen war das nicht. Sie war total überrascht, als sie gesehen hat, dass man die Tür von außen auch aufschließen konnte. Ja, richtig. Also, wenn ich die Tür vorher mit einer Münze zugemacht hätte, dann wäre das ja wohl nichts Neues für mich gewesen, dass man sie so auch aufmachen kann. Frau Osweiler, die Überraschung haben Sie sehr gut gespielt. Ich habe gar nichts gespielt. Doch. Ja, muss ich mir das ja eigentlich anhören? Natürlich. Naja, die Frau Verteidigerin tut ja nichts als ihrer Aufgabe nachgehen. Sie will beweisen, dass der Mandant unschuldig ist. Das ist nicht immer angenehm. Ja, aber ich bin doch noch total emotional verwirrt von Jessys Tod. Und wenn man mir dann auch noch vorwirft, dass ich die Täterin bin, da sitzt der Mörder. Meine Jessie musste sterben, damit er sein verklemmtes, schwules Leben weiterführen kann. Also jetzt reißen Sie sich mal ein bisschen zusammen. Mal, ja? Weitere Fragen an die Zeugin? Keine, danke. Dann nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Dankeschön. Sie bleiben unvereidigt. Sandra Hösch, bitte.